Keine Angst, Kirja. Ich bringe dich zum Amur. Und wenn ich einen Hund unter den Schwanz küssen muss. Ich verdiene mir dein Gold wie ein ehrlicher Kosak. Und dann schicke ich dich zum Teufel. Oder ich dich. Warte nur, bis wir den schwarzen Drachen erreicht haben. Siehst du das? Volkov und seine Kosaken. Wer? Volkov. Auf dem Weg zum Amur. Mit 50 Kosaken, um den Goldfluss zu finden. Woher weißt du das, Niemetz? Na, wer kann es sonst sein? Er hat Jakutsk 2 Tage vor uns verlassen. Es muss Volkov sein. Dein Sohn? Der würde nicht so viel Rauch machen. Volkov ist nur mit 10 Kosaken losgeritten. Wie können es jetzt 50 sein? In Siedlungen an der Lena hat er sie angeworben, indem er behauptet hat, er hat den offiziellen Auftrag von Franz Bekov. So, es war also doch jemand im Dorf. Sehr schlau, Niemetz. Du bist verdammt schlau. Wir bleiben heute Nacht hier. Besser, wir begegnen ihm nicht. Besser für uns alle. Wer kann das sein? Vielleicht ein Dorf der Golden. Hier in den Bergen keine Dörfer, keine Tiere, kein Essen. Hier keine Golden. Das müssen Fremde sein. Fremde? Volkov und seine Männer? Fremde nicht gut für uns. Wenn hören, wir suchen Goldfluss, wir verloren. Dann gehen auch verloren. Du hast recht. Wir müssen sie irgendwie umgehen. Auch wenn es schwierig ist. 2 Tage später bei Amur. Nicht schlimm, nach Reise von 12 Monden. Man sagt, viele Dörfer von Golden dort. Und Golden gute Menschen, freundliche Menschen. Wir gut essen, wieder stark werden. Dann wir finden Goldfluss von Alte Tunguse. Wenn wir in diese Richtung gehen, müssten wir den Amur übermorgen erreichen.
das Auge! Kosaken. Es war richtig, ihnen aus dem Weg zu gehen. Auch wenn wir ihnen nicht erzählt hätten, wonach wir suchen, wäre es gefährlich. Kosaken wilde Krieger. Besser schnell gehen. Wollt ihr wirklich die ganze Nacht weitergehen? Meine Füße fühlen sich an. Pater, wie... es muss sein. Wir müssen wenigstens die Wälder des Amu erreichen. Hier verhungern wir. Oder Kosaken uns finden. Wenn dein Vater wüsste, was wir durchmachen, um ihn aus Jakutsk zu retten. Er weiß es. Wir haben es geschafft, Nadja. Wir haben es geschafft. Der schwarze Drache. Willst du dich nicht bei mir bedanken? Ich kann dir mehr geben als der Deutsche. Komm. Schwarzer Drachen aus. Und gar nicht geheimnisvoll. Oder gefährlich. Du musst es sagen. Amur, Geisterfluss. Rosa Zauber am Ufer. Vielleicht darum nennen schwarzen Drachen. Tungusen Zauberer in Zukunft sehen. Allen schlimme Krankheiten fliegen in Jenseits. Machen Körper heiß von innen. Ohne Feuer. Das nasse Kleider trocknen im Winter. Die Menschen sehen. Also dann.
Ich kann Hauke. Hauke. Ob er vielleicht Russisch versteht? Versuch's. Ihr Deutsche? Du sprichst Deutsch? Ja, ich kenne Germogen. Er große deutsche Schamane. Ich lange Zeit in seinem Dorf gelebt und viel gelernt. Germogen mir das gegeben. Es macht ewiges Leben. Amen. Germogen, der deutsche Missionar. Wo ist sein Dorf? Nicht weit. 2 Tage mit Boot. Ich tue gar nicht mehr. Wenn sie uns hier kommen, dann kommen wir alle hin. Wir können sie nicht mehr hören. Mein Vater sagt, immer mehr Fremde kommen. Wenn sie friedlich und nur jagen und fischen wollen, sie immer willkommen. Germogen ist bester Freund. Er hat großes Haus gebaut für Christus. Mit Kreuz obendrauf. Mein Vater sagt, Freunde von Germogen sind willkommen. Sie kommen aus Norden und fliehen vor großer Häuptling, der heißt Zar, der sie jagt und umbringt. Aber Fremde nicht willkommen, die hier nehmen, was golden gehört. Sag deinem Vater, dass wir ihm für seine Gastfreundschaft danken. Wir kommen in Frieden. Pusing Shuo, Doshi Woman, Woman Taika Shila. Mein Vater sagt, es ist nicht notwendig zu danken. Friedliche Fremde hier immer willkommen. Na, mach dich hart, hier war Zauber Tamen. Mein Vater sagt, ich, Naomi, bin Geschenk für dich, weil du bist Gast. Wie meint er das? Ich dein Gastgeschenk. Das sind wir bei den Golden. Ich sehr wertvoll, weil ich sehr schön und ein Kind habe. Und zu haben Kind ist sehr wertvoll, weil beweist, dass man Kind bekommen kann. Aber wo ist der Vater? Das nicht wichtig bei den Goldis. Der Vater Chinese von anderer Seite von Fluss, Fellhändler. Ich Gastgeschenk für ihn. Seltsame Bräuche. Aber ich darf nicht. Ich kann nicht. Es ist mir nicht erlaubt. Du darfst nicht Nein sagen. Sonst der Häuptling ist beleidigt. Er ist ein Mönch. Schaman. Ja. Wie dein Freund Germogen. Germogen Geschenk auch genommen. Bleib da! Nadja! Du hast verloren, Niemetz. Frauen mögen nicht, wenn man sie so schnell vergisst. Denk das nächste Mal daran. Hm?
Inmitten der unendlichen Taiga, der wir nur mit knapper Not entkommen sind, haben wir ein Paradies entdeckt. Ein Nichts sind wir in dieser Wildnis, die den Amur umgibt. Ein Nichts ohne diese hilfreichen, wenn auch etwas zu gastfreundlichen Gulden. Aber wie soll man ihnen begreiflich machen, dass eine leibhaftige Frau als Gastgeschenk eine Sünde ist? Wie sollen sie verstehen, dass ich als Jesuit dem Zölibat unterworfen bin? Nur mit der Hilfe dieser Menschen haben wir die Möglichkeit, den geheimnisvollen Nebenfluss des Amur zu finden. Wie unser alter Tunguse ihn beschrieb, glitzert so viel Gold auf seinem Grund, dass man bei Sonnenschein die Augen schließen muss, um nicht geblendet zu werden. Wir dachten, du wärst tot. Was ist passiert? Wo ist Kilian? Wo ist der? Lass uns in Ruhe. Was? Wir sind müde und hungrig. Nadja. Du bist ihm begegnet. Was ist da nur geschehen? Ich weiß nicht. Ist mein Vater nicht hier? Ivan hat nichts gesagt. Nur, dass er hungrig ist. Ich muss mit dir sprechen. Nadja. Du störst uns, Niemetz. Nadja, ich kann dir alles erklären. Geh zu deinem schlitzäugigen Liebchen und lass uns allein. Antworte mir, Nadja. Na los. Sag ihm, was wir von ihm halten. Was soll das heißen, wir? Du mieser Steppenköter. Aufhören! Komm her! Du sagst uns jetzt, was passiert ist. Hetman, wo ist Kilian? Irgendwo am Amur. Als ich hörte, Potocki kommt nach Jakutsk, habe ich Kilian befreit. Wir waren bis kurz vor dem Amur zusammen. Dann meinte er, bei Wolkow sicherer zu sein. Und wo ist Wolkow jetzt? Es gibt nur diese eine Strecke hier. Er muss irgendwo in der Nähe sein. Ein oder zwei Meilen flussabwärts. Wer weiß. Nadja, wir dachten alle, du wärst tot. Ohne Ivan wäre ich jetzt tot. Teufel? Glaubst du an Teufel? Ja, geben viele Teufel. Wenn du das glaubst, dann glaubst du auch an viele Götter.
viele Götter. Berge, Bäume, Fluss, Regen, Schnee. Gott von Mönch Germogen auch gut. Kreuz helfen mir, wenn ich bete. In Ewigkeit. Amen. Du musst uns zu Germogens Siedlung führen. Willst du das tun? Germogen freuen, wenn Fremde sehen. Du liebst Nadja. Und Nadja glauben, du lieben Naomi. Du hast recht, aber sie hat sich verändert. Ihre Augen, ihr Mund, alles ist so anders. Irgendwas ist mit ihr geschehen. Ich hätte bestimmt alles besprechen können mit der Nadja, die ich vorher kannte. Ah, du verstehst nicht. Entschuldige. Ich gut verstehe. Du ock dir Geschenk machen. Dann wird denn alles gut mit Nadja. Was meinst du? Du müssen etwas ins Wasser werfen. Geschenk für Okti. Ich hab nur das. Das genug. Also, Okti, hier hast du's. Du meinst wirklich, dass das hilft? Ich will von hier weg. Männer um dich kämpfen. Vielleicht sogar sie bringen sich um. Du besser gehen, bevor sie zurück. Ist es weit zu Germogens Dorf? Einen Tag zu reiten. Kannst du mir ein Pferd leihen? Du musst froh sein, mich loszuwerden. Nimm immer die Richtung, in die der Fluss fließen. Dann kommen große Sumpf. Du leicht finden, Germogens Dorf. Woher kam das? Eine Meile. Kommt.
Wo ist Nadja? Mit dem Jemetz? Jemetz? Wolf, dein Freund. Nadja ist allein weggeritten. Allein? Wo ist sie hin? Sie sucht das Dorf von Germogen. Der deutsche Mönch. Und du hast ihr den Weg gezeigt. Wo ist das Dorf? In welcher Richtung? Du sollst mit uns trinken, Nemetz. Wir feiern. Dieser gute Kosak hat ein eingeborenes Dorf entdeckt. Na, Strohle, Brüderchen. Hey, Kilian. Weißt du, Kilian, morgen werden uns diese Wilden zum Goldfluss führen. Und übermorgen sind wir reich. Auf mein Wodka. Na, Strohle. Ich hab gehört, du wolltest eine Siedlung errichten, um Getreide anzubauen für deinen Woiwoden in Jakutsk. Was seid ihr Deutschen für Leute, ja? Da ist ein Fluss voll Gold und ihr redet von Siedlungen und Getreide. Mit dieser deutschen Mönch Germogen. Getreide, Siedlungen. Ich werde ihn an den Zaren verkaufen. Auf ihn und seine Bauern ist ein gutes Kopfgeld ausgesetzt. Ihr Leute versteht gar nichts. Hey, trink Wodka. Vielleicht bekommst du davon ein bisschen russische Seele, ha? Hey! Vasili! Vasili, tust du da? Ich rei Musik, hä? Kilian! Hey, Kilian, wie lange hast du in Moskau gelebt? 10 Jahre? 20 Jahre? Und noch immer verstehst du unser Volk nicht. Weißt nicht, was wir hier drinnen haben. Hier, Kilian, Brüderchen. Das Gold wird uns reich machen. Und wir gehen zurück nach Moskau und leben. Leben, Kilian. Du bist mein Freund. Вот мчится тройка почтовая по Волге, матушка зима. Я мщи уныло напевая, хотя Wie hast du mich gefunden? Ivan. Ivan? Dann hast du Nadja gesehen.
Sie haben sich gefunden, Amamur! Die glückliche Familie, hm? Darauf trinken wir. Es ist schön, euch zu sehen. Jetzt können wir endlich weiterreiten nach China, ohne diesen verdammten Goldfluss suchen zu müssen. Wo ist der alte Tunguse geblieben? Ertrunken, als wir einen Gebirgsfluss bei Hochwasser überquerten. Aber er hat euch gesagt, wo der Goldfluss ist. Dann hätten wir uns das Gold schon längst geholt. Hey! Wie lange wart ihr zusammen in der Taiga? 3 Monate? 4 Monate? Und kein einziges Wort über das Gold. Ich glaube, ich muss euch bitten, meine Gäste zu sein. Ich denke, dass es viel zu erzählen gibt. Das würde ich nicht tun. Dass ich nicht lache. Gut. Ich halte mich streng an das Gesetz. Wonach Franz Beck auf der Zarin Jakutsk ist. Aber ich bin der Zar hier. Ihr solltet das Gold nach Jakutsk bringen, wo Kilian gefangen gehalten wurde. Aber nun werdet ihr es mir bringen, denn mein Freund Kilian ist mein Gefangener. Also verschwindet! Ihr wisst doch, wo ihr mich findet. Und deinen Vater. Geht! Ehe ich mir anders überlege. Счастливого пути. Спасибо. Хочу понести ходить. Хорошо. Иди. Отвони, что ли? Чего смотришь, а? Смотри! Никак не мешай, я собрался! Волков! Волков! Эй!
Ich finde dich mehrmals! Aber dann trinken wir keinen Wodka! Zieh deine Kleider aus. Trockne sie am Feuer.
Bleib da oder ich werfe ihn hinunter. Das wirst du nicht machen. Hast du einen anderen Sattel für mein Geld gefunden, Ivan? Geh schon, hol ihn dir. Aber pass auf, der Amur ist nicht so leicht zu betrügen wie ich. Weiter, Ivan! Zeig uns, was für ein mutiger Kosak du bist. Ivan Zajmarowitsch, du bist ein Angsthase, ein Feigling. Mein Vater sagt, er nicht kennen Fluss oder Bach, wo solche Steine liegen. Und er kennen alle Flüsse und Bäche, die führen zu Amur. Es muss ihn aber geben. Der Tunguse hatte eine Handvoll dieser Steine. Und die hat er an einem Seitenarm des Amur gefunden. Und ich weiß, er hat nicht gelogen. Mein Vater sagt, ihr sollt zu Masalchan gehen, alte Schamanin. Vielleicht sie euch erlauben, gehen zu heilige Wasser. Vielleicht sind Steine da. Heiliges Wasser? Kleiner Fluss, der fühlt in Amur. Uns verboten, weil dort viele Götter leben. Nur für Schamanen erlaubt. Wo ist diese Schamanin? Können wir zu ihr gehen? Nie nachts zu Schamanin gehen. Nur bei Sonnenschein. Morgen. Was glaubt ihr, Pater? Wolf, ich glaube, dieses heilige Wasser ist der Goldfluss des Tungusen. Keine Sorge. Wir retten deinen Vater. Shaoxing! Shaoxing! Woo! Ja,
再见。Готовы, козаки! Готовы! Тогда за мной! Kindchen, Daschen, Joshi, Vadirin, Vela, Kamupia, Tamen, Shansu, Sanchwa, Kabukaye. Vadirin, Chibutaya, Chufi, Wan Pampaya, De, De, Vadirin, Chishen, Ho, Hui, Tao, Yang, De. Masalchan sagt, Fluss sein heilig. Nur die Göttin Pulpaya kann entscheiden, ob Fremde Fluss sehen dürfen. Pulpaya ist Göttin von Unterwelt. Vater, sie sieht genau, was ihr denkt. Beherrscht euch bitte. Tupimpaya Dao zu legen. Masalchan jetzt Pulpaya fragen. Pimpaya, Dashen, Bongo, Jesha, Wagoran, Jotchi, Bong, Taman, Jotjani, the Jing Shito, Heilung, the Jing Shito, Tinchu, Dashen, Do Bongo, Tinchu, Pimpaya, Chudian, Chudo, Gaitaman, Chudian, Chudo, Tinchu, Pimpaya, Bongo, Taman, Chudian, Chudo, Chudian, Chudo. Vielleicht fallen goldene Sterne vom Himmel. Dann brauchen wir uns um den Fluss nicht mehr zu kümmern. Oh, Tanzuwala, Riss Tanzuwala, oh, Wala, Tanzuwala, oh, Tanzuwala, oh.
Willen, was ist los? Naomi, was ist los? Naomis Dorf. Nicht mehr da. Wir schnell zurück. Naomi, das ist Aberglaube. Begreifst du denn nicht? Das ist Unsinn. Unsinn. Naomis Kind, Naomis Vater. Wir schnell zurück. Haltet den Mund, Pater. Wir müssen dir helfen, auch wenn es Aberglaube ist. Schnell! So werden wir deinen Vater nie von Wolkow auslösen. Wolkows Kosaken haben den kleinen Guldenstamm beinahe ausgerottet. Verflucht sei diese ewige Gier nach Gold, die schon so viel Unglück über die Menschheit gebracht hat. Wolkow hat uns in der Hand. Wir sind gezwungen, den Goldfluss zu finden. Aber wie hoch wird der Preis sein? Werden wir es überleben? Ich sehne mich nach dem Frieden, nach meiner Ordnung in Peking. Warum überquere ich nicht einfach den Amur? Reite zur nächsten Garnison. Weiter nach Peking. Pülpaja, Göttin von Unterwelt, ist dankbar, dass ihr Tote begraben habt. Sie wird sicher Schamanin erlauben, euch heilige Wasser zu zeigen. Soll ich Naomi widersprechen? Kann ich es überhaupt? Nach allem, was ich gesehen habe? Die Schamanin hat den entsetzlichen Überfall vorausgesagt. Es ist geschehen. Und doch kann es nicht sein. Mein Gott, hilf mir. Was soll ich denken? Hilf mir. Ich bin so müde.